Hallo Menschen. Oh, der Chef is coming. Ich habe gerade hinten noch das Schlafzimmer aufgeräumt und gesaugt und die Betten gemacht. Ja, das hast du noch nie. Noch nie hast du ein Bett gemacht in deinem ganzen Leben. Ich habe die Tagesdecke drüber gelegt. Liebe Grüße an Nick und Janina. Nick, Barkeeper, First Dates. Ich habe hinten beim Aufräumen gerade unser Hochzeitsfoto gefunden. Und ich habe mir gedacht, meine Frau, wir haben vor 10 Jahren geheiratet, aber ziemlich genau vor 10 Jahren. Ja, 10. April ist 10-Jähriges. Mhm. Meine Frau hat sich ja nicht verändert, aber ich habe mich ja brutalst verändert, finde ich. Ich muss es ein bisschen runterklappen, weil das spiegelt jetzt das Beste. Im nicht nur Positiven, finde ich. Doch, schon. Echt? Schau mal meine Frisur an. Aber was wir hatten... Ja, du hattest sicher 15 Kilo mehr damals. Ehrlich? Ja. Das ist aber ein nettes Kompliment. Ja. Ich fühle mich jetzt ja viel schwerer. Aber wir waren ein sehr schönes Paar, würde ich sagen, oder? Ja. Du bist schon eine Süße. Wieso waren? Ja, als Hochzeitspaar meine ich. Danke, dass du mich geheiratet hast. Was für ein Glück ich damals hatte. Aber der Grund, warum du mich geheiratet hast, war auch einer, den wir heute kochen. Und das ist nämlich Risotto. Wir machen heute nochmal Risotto, weil das Risotto nicht gespeichert wurde, leider. Also jetzt nicht weil uns irgendwie die Ideen ausgehen, aber es wurde immer wieder gefragt, Risotto, Risotto, Risotto. Und wir gingen damals live und konnten dieses Video nicht abspeichern, weil wir technisch noch nicht so versiert waren wie jetzt. Und deshalb machen wir jetzt einfach nochmal ein Risotto. Wir machen ein anderes Risotto. Was haben wir damals gemacht? Was haben wir gemacht? Das war recht gut. Ich weiß nur, dass es gut war. Es war sehr gut, aber es war was anderes wie heute, weil heute machen wir ein Risotto mit gelben Paprika. Ich habe gestern gesagt Kürbis, aber Kürbis machen wir ja nicht. Es war so klar. Nee, weißt du warum? Weil du keinen Kürbis magst. Doch. Wir haben ja den Kürbis da. Da machen wir morgen was mit Kürbis, versprochen. Da machen wir morgen was richtig Geiles mit, Kürbis-Gnocchi machen wir morgen. Ah, das ist cool. Morgen machen wir Kürbis-Gnocchi. Du kannst sehr. Doch gar keine Gnocchi. Ja, wir sehen, wie ich Gnocchis kann. Ja, du wirst zu mit den Ohren schlackern. Ich hab aber Rucola im Kühlschrank gefunden. Ja, den hattest du irgendwo mal auf einer Liste. Ja, genau. Hast den vergessen. Da haben wir vergessen und jetzt habe ich gesagt... Fenchel-Risotto war es, danke. Fenchel-Tomaten-Curry-Risotto mit Limette war es. Rucola aber passt super zur gelben Paprika und deshalb Safran werden wir dazugeben. Und ich habe hinten noch so einen, weil der ein bisschen angefroren ist im Kühlschrank, werde ich den entsaften und dann als Aufguss nehmen. Mitunter, ja. Ich habe aber schon an der Seite mal ein bisschen den Kühlschrank aufgeräumt und habe so Gemüsereste einfach ins Wasser rein und lasse das mal ein bisschen köcheln, dass ich ein bisschen Gemüsesud habe, weil natürlich ist das Risotto besser, wenn wir... Köchelt aber nicht, gell? Ach so, ja. Aber es hat geköchelt und es wird köcheln. Es wird wieder köcheln. Es wird wieder köcheln und es ist einfach ganz klar, je besser die Flüssigkeit ist, die man aufgießt für ein Risotto, desto besser wird das Risotto sein. Schalotten habe ich wieder keine, aber auch völlig egal. Ich nehme wieder diese Tropea-Zwiebeln. Das wäre so lustig. Alle freuen sich, weil jetzt endlich ich mal Reis kriege. Das ist geil. Aber so lange hat meine Frau noch nie gebraucht, dass sie das bekommt, was sie möchte. Aber wir haben übrigens einen Top-Ton. Ehrlich? Ja. Geil. Und Sockencheck. Peter, danke. Peter. Danke, danke. Danke, danke, Peter, dass wir endlich einen geilen Ton haben. Sockencheck. Sockencheck. Ja, aber das... Ja, steh doch, stell dich doch mal. Aber so das hin. Kann halt auch nicht jeder. Ja, aber mach jetzt mal so ein Plié. Ein was? Wie Ballett. Da musst du so runter. So, ups. So,
Du, ich bin froh, dass ich mein Bein hier raufkriege auf ja, ich habe Angst, dass das nicht 95 Zentimeter. Ey, das Yoga wirkt schon. Ja. Also meine Frau, ich habe ja vor 10 Jahren das Yoga begonnen durch meine Frau. Und man kann schon sagen, dass ich fleißig bin, oder? Ja, du bist super. So vor allem das letzte Jahr. Ja. Es gibt sicher ein paar Leute, die mich beim Yoga sehen möchten, aber... Hat übrigens jemand Käsespätzle gestern gemacht und die stehen jetzt im Rohr. Wie? Hat jemand? Ja. Ah, noch im Rohr. Ja. Okay, dann lass sie noch ein paar Tage stehen. Ja, dann ist es so wie bei uns zu Hause, dass man es wieder wegschmeißen kann. Das ist eine super Idee. Ich tue Zwiebel rein. Du, die isst man doch am zweiten Tag dann. Ja, aber das machen wir halt selten, weil wir merken erst nach einer Woche, dass wieder was im Rohr ist. Ich kann die Kommentarliste nicht verkleinern, weil dann sehe ich nichts mehr. Außerdem weiß ich gar nicht, wie das geht. Zeig mal, wie schaut denn das aus? Ja, schau so. Ja, das ist doch super. Da muss man halt über die Kommentarliste rausschauen, oder? Ich glaube, ihr könnt selber die Kommentarliste wegmachen, wenn die stören. Oder? Das kann vielleicht jeder selber wegmachen. Ja, also ich denke, man kann ja einfach auch mal aufs Gute schauen. Aber wir werden sowieso das Video dann wieder auf, wie sagt man eigentlich? Abspeichern, IGTV oder IGTV. Oder hey, auf diesem Ding halt, wo man das dann anschauen kann. Und da sind die ganzen Kommentare dann weg. So, wir schwitzen. Tut man die eigentlich anschwitzen oder tut man die an... Braten, rösten, wie geht das? Wie sagt man das? Na, rösten nicht. Also ich würde sie anschwitzen ist eigentlich ja, aber gar kein schönes Nein, Wort, oder? Wer hat bitte anschwitzen im Zusammenhang mit Essen? Also die alte Pfanne von gestern weg, die dich so nervt, die habe ich heute wieder eingeräumt, weil ich ja den Geschirrspüler ausgeräumt habe. Heute mal. Heute hat sogar meine Frau. Ey, aber weißt du, was schräg ist? Weil heute war man echt noch so nicht so richtig gut drauf, muss man sagen, oder? Du hast halt sehr lange geschlafen. Ja, ich habe eine Stunde länger geschlafen als sonst. Ja, das hat wahrscheinlich mit der Zeitverschiebung zu tun. Nein, du bist um 9 aufgestanden. Aber wir waren heute bis jetzt so ein bisschen zerknittert, gell? Jetzt geht die Kamera an. Ein bisschen zerstört waren wir irgendwie. Jetzt geht die Kamera an und wir tun, wo ist denn der Reis? Ja, da wo er immer ist halt. Da, oder? An der Seite, sonst ist hinten noch einer. Soll ich ihn holen? Also, es ist so, wenn du jetzt den Reis holen würdest, ja, dann wären wir schneller. Ja. Aber dann musst du... Nimm dir das da, warte. Ja, aber dann musst du ein bisschen verkabelt. Ah, nee. Nein. Okay. Oh. Ey, das Konstrukt, das ist auch ein Wahnsinn. Das müssen wir nachher echt mal fotografieren, Schatzi. Wie du hier unsere Kamera. Danke, du bist toll. Danke. Jetzt hast du es verschoben. Zeitumstellung braucht niemand, meine Worte. So was Doofes. Du, aber wisst ihr was? Ich bin froh, dass mal irgendwas nicht abgesagt wurde. Wie die Zeitumstellung? Ja. Oder wieso? Aber es wird ja gerade alles abgesagt. Ja, und sind wir mal froh, dass die Sommerzeit nicht abgesagt wurde. Und ich bin froh, dass es am Abend länger hell ist. Oder ist das jetzt so? Ja, es ist ja eine Stunde länger hell. Und ich mag hell. Ja, aber ich bin ja dafür, dass wir die Sommerzeit behalten. Genau, also das im Herbst umstellen, ja, das ist für mich, ja, das ist für mich ein Blödsinn. Wie viel Reis? Ah ja, weißt du, was ich mir halt gedacht habe? Ich bin ja nicht gut im Multitasking, aber wenn du das da abwiegen könntest, was du da immer reintust, dann wäre es auch besser. Für wen? Ja, für die das halt jetzt nicht so nach Gefühl machen können wollen. Ja, aber ich denke... dass das so ein bisschen meine Art des Kochens ist, ja, und dass vielleicht die Leute das ein bisschen annehmen auch, weil es bringt halt wieder nichts. Es bringt gar nichts, wenn ich jetzt ein Rezept hergebe, weil der eine nimmt dann wieder so einen Topf, der andere nimmt so einen Topf und es sind dann wieder wahnsinnige Unterschiede, weil je breiter der Topf natürlich, desto mehr reduziert auch die Flüssigkeit,
dann müsste man sagen, was für eine genaue Temperatur, um dass es blubbert. Und deshalb, ja, aber dann tu es halt in ein Ding rein, in eine Tasse. Das bleibt ja dasselbe. Ja, aber dann weiß man halt so ungefähr. Weil wenn ja, aber ungefähr sieht man ja. Man ja. sieht ja ungefähr. Aha. Also, Risotto. Auch wieder verschiedenste Varianten. Die einen braten den Reis an. Ich brate den Reis nicht an. Das Reiskorn soll auf diesen Zwiebel rein, Temperatur runter und dann sofort heiße Flüssigkeit drauf. Ich gebe keinen Weißwein drauf, weil ich der Meinung bin, dass die Säure, die ich ihm durch einen Weißwein gebe, auch am Ende reicht. Ich kann Weißwein reingeben, ja, entweder reduziere ich mir einen Weißwein voll runter und gebe danach einfach einen Esslöffel mit dazu, wenn ich dann Parmesan-Butter reingebe, oder ich gebe Zitronensaft dazu, ich gebe verschiedene Essige dazu, es gibt dann auch wirklich so viele schöne Spezialessige und Paprikaessig in dem Fall, perfekt. Jetzt. Der Ben, der ist 6 und der findet dich cool. Ich werde jetzt. Übrigens. Danke. Ich werde jetzt das Reiskorn auch, oder brate ich auch deshalb nicht an, ja, weil ich das Reiskorn in meinen Augen verletze, wenn ich es anbrate, weil es zu viel Hitze bekommt. Passiert immer dasselbe. Stärke tritt aus, Stärke geht nach unten. Risotto brennt mir an. Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr zu tun habe in einer Küche, als ein Risotto die ganze Zeit zu rühren, dann ist das die perfekte Taktik. Weil wenn ich hier genug Flüssigkeit drauf habe, eine Temperatur einstelle, dass es nicht volle Wäsche kocht, dann funktioniert das jetzt so perfekt. Ja, und ich kann stehen lassen. Ich werde heute immer wieder mal rühren, weil ich jetzt nichts anderes zu tun habe. Was ganz wichtig ist, ja, wenn ich das Ding einrühre, dann bleiben an der Seite, am Rand, jetzt habe ich sie alle wieder runter, immer Reiskörner hängen. Schaut, dass die gleich am Anfang alle unten sind in der Flüssigkeit, weil sonst die Reiskörner, die am Rand hängen, natürlich hart bleiben und danach rührst du den Parmesan und die Butter ein und rührst mit dieses harte Reiskorn und dann beißt mal auf so einen harten Reiskorn und das ist alles andere als angenehm. Ich gehe entsaften. Mach's es. Anstecken wäre gut. Anstecken ist so ein Ding. Es hilft. Es ist angesteckt. Ja, aber dann musst du. Nein. Soll ich das machen? Na, jetzt musst du drüber drehen. Und rot auf rot, ja, genau. Es ist nicht rot auf rot. Na, zuerst rot auf rot und dann drehen. Ah, okay. Ich bin ja so deppet, oder? Also, ich weiß nicht, wie ich ohne meine Frau überleben könnte. Naja, essen kannst du ja kochen, von dem her. Du kannst halt nicht entsaften ohne mich. Aber der Paprikasaft gibt dem Risotto jetzt natürlich eine gescheite Power. Und für einen Salat wären die jetzt nicht mehr ideal gewesen, weil sie so lasch sind, ja, aber Saft geht halt noch genug raus. Dein Safter, das ist so ein, wie heißt das, der das langsam macht? Ein langsamer Entsafter. Ein langsamer Entsafter. Also es ist nicht eine Zentrifuge, ja, also der geht einfach, der presst viel mehr, ja, wie das er durch Geschwindigkeit alles macht. Paprikasaft ins Risotto. Oh, das ist aber schon schön jetzt, gell? Danke. Das gefällt mir. Schau mal die Farbe an. Und natürlich kriegen wir jetzt noch mal eine andere Farbe rein. Du sitzt in Safran. Safran, dazu. Aber da muss ich das. Ich liebe ja Safran. Komm gleich. Also das ist ein, ist, aber ich glaube, der heißt nicht Slow Juicer. Der heißt so. Aber ich glaube, es gehen auch alle anderen. Es geht ja nur darum, dass da Saft rauskommt. Also Safran
ist ja, wissen wir alles, dass es das teuerste Gewürz überhaupt ist. Deshalb ist es auch vernünftig, wenn man es nicht mit dem Finger nimmt. Ich habe jetzt den Augenbrauenzupfer von meiner Frau genommen, um dann einfach nur wirklich vereinzelt ein paar Feen. Melina, viele Grüße zurück. Rauszuholen. Natürlich habe ich. Hallo Sandra. Natürlich habe ich die Augenbrauen. Hast du die weggetan, oder? Pinzette meiner Frau nicht desinfiziert, weil ich alles an meiner Frau liebe, auch ihre Augenbrauen, ihre gezupften. Aber der Safran ist so intensiv, das ist besser, wenn man ein bisschen vorsichtig damit umgeht. Er soll einen netten Safrangeschmack haben, aber das reicht dann auch schon. Von dem geschroteten Knoblauch gebe ich auch was dazu, weil es gut. Du, bei den roten Beeteknödel geht da auch Joghurt statt Quark nicht, oder? Nein. Die zerfallen, glaube ich. Sonst hätte ich Joghurt genommen. Oder, ich weiß nicht, vielleicht wenn man Joghurt abhängt eine Nacht lang, ja, um dass die ganze Flüssigkeit rausgeht. Aber ich habe es nie mit Joghurt gemacht, deshalb würde ich jetzt ja nicht die Hand ins Knödelfeuer legen. Dann machen wir noch gelbe Paprika. Die schneiden wir ein bisschen in Würfel. Und die würde ich erst so am Ende dazugeben, weil Paprikageschmack haben wir jetzt ja schon drinnen. Kann man die Paprika pürieren, wenn man keinen Entsafter hat? Man kann die Paprika in Wahrheit ja mit ein bisschen Wasser aufmixen und so dazugeben. Geht auch. Oder wenn man eine Gemüsebrühe hat, ja, dann würde ich einfach die Paprika mit der Gemüsebrühe aufmixen und dann so dazugeben. Unser Luftreiniger, der ist, heißt Ozonos. Das können wir nachher verlinken. Den Luftreiniger, haben wir danach noch ganz was Wichtiges. Aber das werden wir vielleicht später verlosen. Wir dürfen. Also ich sag, ich bringe ihn mal, ja. Ja, bring also es ist wirklich schon ein ziemliches Highlight. Unser Freund, unser lieber Freund Thomas hat dieses Style entwickelt, jahrelang. Und wir haben ja, wie man gesehen hat, keine Abzugshaube. Ja, wir haben die Abzugshaube rausreißen lassen, weil sie so im Raum stand, so dominant. Und haben jetzt diesen Ozonos. Und dieses Teil im Wert von 1200 Euro werden wir verlosen. Wir werden jetzt uns was einfallen lassen noch, wie wir es machen, was ihr dafür machen könnt. Und dürfen wir den weißen behalten und verlosen den schwarzen? Nicht schwarz. Aber ich werde den, wenn jemand möchte, Thomas, seine Idee war, signiere ihn einfach noch dazu. Und dann hat jemand zu Hause so einen Ozonos um 1200 Euro gewonnen. Aber wir müssen uns schon was Geiles einfallen lassen, ja. Wie und halt irgendwas muss ja dafür gemacht werden, dass wir es dann verlosen können. Socken-Challenge wäre vielleicht auch gut. Ja, aber da brauchen wir wieder ein Rohr. Nee, wir müssen uns danach einfach zurückziehen. Vielleicht habt ihr ja eine gute Idee. Genau. Vielleicht könnt ihr uns was schreiben, was lustig wäre zum Verlosen. Oder die Aktion zur Verlosung. Mach dich, es schneiden kannst einfach, gell? Kannst hey. Einfach geil schneiden, finde ich. Gell? Und weißt du was? Ganz ehrlich, ja. Ich habe mich schon lange nicht mehr geschnitten. Ich habe mich, glaube ich. Hast du mal, weißt ja. du? Einmal weiß ich. Jetzt hätte es auch Nein sagen können. Wieso? Ja, so, weil das für mich jetzt einfach besser wäre. Hier steht, ich mache alles für den Ozonos. Das ist geil. Ey, jetzt sagt's,
Habe ich mich einmal geschnitten, vielleicht habe ich mal kurz geritzt, ja. Aber geschnitten, nee, was ich mich früher geschnitten habe, als Lehrling, wo ich noch mir eingebildet habe, dass es wirklich reicht, dass ich jeden Tag 2 Stunden schlafe, oje. Ich habe mir meine Finger durch die Nudelwalze schon getrieben. Die 2, die waren so dünn. Und 1 Stunde war ich in der Nudelwalze drin, weil wir nicht mehr wussten, wie ich rauskommen soll. In Mixer reingefahren, in Handmixer, weißt du, reingefahren, weil was drin entgangen ist, ja, rein und dann gedrückt. Und dann 3 Finger richtig zerfetzt. Interessiert kein Mensch, oder? Ja, hat dann nicht geschadet, finde ich. Hat mal gut getan, oder? Ja, Schlimmeres. Also ich meine, man sieht ja gar nichts mehr davon. Schaut's mal. Also, es fragen immer wieder Menschen, ob du... Was wichtig ist, ja. Ich muss auf Risotto gehen, nein, ganz kurz. Es ging ja um das da, ob du die Paprika enthautest. Nein, ich enthäute keine Paprika. Ich enthäute auch in den seltensten Fällen Tomaten, weil ich sage, hey, was ist dabei, wenn hier jetzt die Haut drauf ist? Es passiert gar nichts. Es wird auch keiner merken, ja, dass danach da eine Haut drauf war. Wenn ich jetzt von mir aus eine gelbe Paprika in den Ofen rein tue, ja, um sie als morgen als Aubergine wieder rauszuholen. Was weiß ich, als Antipasti mache, ja, dann kann ich sie reintun und dann schäle ich sie. Aber dass ich jetzt anfange, hier die Paprika zu schälen, um sie dann in kleinen Würfel zu schneiden, nein, also die Zeiten sind vorbei. Deshalb habe ich mich auch sehr gerne von dieser Sterneküche verabschiedet, weil ich einfach solche Dinge, ich habe in früheren Zeiten Erbsen geschält. Jetzt muss ich das machen. Ich wirklich kein Witz. Also wir haben jahrelang Erbsen geschält. Also nicht nur die Erbsen aus den Schoten raus, sondern die Erbsen dann blanchiert und dann die Erbsen geschält. Die Haut der einzelnen Erbse. Ich kenn viele Köche, die machen die Pfifferlinge. Die tun die Pfifferlinge, die Stiele von den Pfifferlingen mit dem, wenn das der Pfifferling ist, tun sie dem Pfifferling die Stiel schön sauber machen, um dass der ein bisschen heller wird. Und ich finde das einfach unfassbar bescheuert. Ich habe das auch gemacht, aber ich finde es unfassbar bescheuert. Und das ist alles so, stammt alles aus dieser Fine Dining Szene und ich habe das alles lange miterleben dürfen und boah, ist der geil. Jetzt probier nur. Na, weißt du, was ich jetzt mal für eine Frage? Na, nur so. Nein, ja, aber es ist der Safran-Paprika. Ja, schon geil. Ein bisschen Säure fehlt noch. Hallo, der kocht gerade. Ich kann ja nicht. Aber nein, das ist immer so dein Ding, oder? Ja, genau. Ein bisschen Säure fehlt. Ja, ich mag es halt gern so ein bisschen säuerlich. Ja, aber das kommt ja danach rein. Ja, ist ja gut. Aber hast du, ich wollte dich ja was fragen. Ja. Hast du ernsthaft schon mal was gekocht, wo du danach gesagt hast, nein, das schmeckt jetzt heute nicht. Das gibt's ja bei dir nicht. Ich habe ja noch nie so einen von sich überzeugten Menschen kennengelernt. Doch. Der Melzer schafft es auch. Nee, das hat schon gegeben. Ach, wirklich? Das hat schon gegeben. Das war 1992. Ich werde es nicht vergessen, ja. Es war damals irgendwas angebrannt, oder? Es war ein Schweinebauch, den ich damals verbrennen lassen habe. Es ist jetzt, was ist 92? Und das stimmt ja gar nicht. Weißt du, du hast ja vor kurzem auch mal einen Schweinebauch verbrennen lassen. Und mir dann erklärt, das sind Röststoffe, das gehört so. Ey, der war komplett verbrannt. Und das Drama, man muss es ja auch erzählen. Also es war ja wirklich ein Drama, weil diesen Schweinebauch, glaube ich, habe ich 48 Stunden lang bearbeitet.
getestet mit Blanchieren und mit Niedertemperatur garen und wieder blanchieren und das und rauf und marinieren und hin und her und hoch und runter. Und dann habe ich perfekt. Und dann habe ich ihn in die Pfanne getan, weil ich ihn kross anbraten wollte. Und dann ist er aber komplett verbrannt. Aber richtig. Ich glaube sogar, dass ich ihn gepostet habe, oder? Ich glaube auch. Es ist, weil es mir auch wurscht ist. Stäbchen hast du auch mal verbrannt. Genau. Ja, verbrennen tust du das gerne mal irgendwas. Ja, ich liebe die Hitze. So, immer wieder ein bisschen Flüssigkeit drauf. Das Reiskorn soll immer... Du, die App, wo wir mit unseren Freunden gechattet haben, Wein getrunken haben und so. Wie hat die geheißen? Zoom hat die geheißen. Z-O-O-M. Nee. Doch, dann Haus. Schon. Nein. Zuerst haben wir es über Hausparty gemacht. Ach so, hast du dann was anderes gemacht? Habe ich es neu eingestellt, weil das nicht geht. Ah ja. Ey, ich habe hier... Mit ein sehr leckeres Risotto. Also ich erkläre das kurz. Ja, also das Risotto ist heute natürlich der Hauptdarsteller. Aber... Unser Sohn hat mich davor gefragt, Papi, was gibt's heute zum Essen? Dann sage ich ein Risotto. Mit Fleisch oder Fisch, fragt er. Und ich sage, nee, vegetarisch, weil unsere Mama ja vegetarisch ist seit ein paar Wochen. Ich sage, oh, Papi, kannst du nicht mal was mit Fleisch oder Fisch kochen? Und ihr habt gestern ein Riesenstück. Was war das? Hallo, die Vegetarier haben jetzt gerade nichts zu sagen. Hier sprechen jetzt die Fisch- und Fleischesser und ich erkläre das jetzt gerade. Mhm. Dann bin ich hinter in den Tiefkühler und der Tiefkühler geht ja sowieso immer über, weil ich einfach ein ziemlich verrückter Einkäufer bin, wenn es ums Lebensmittel geht. Und ich habe ein Stück Lachs rausgenommen und habe den Lachs. Also da sieht man auch, wie schön der jetzt wird. Der ist jetzt schon seit einer halben Stunde bei 70 Grad im Ofen. Lachs aufdauen, in Stücke geschnitten, Salz, Limettenzeste, mit Butterscheiben, ganz dünnen, belegt, Folie, Ofen. Nochmal 70 Grad, circa... Ja, der ist jetzt circa schon 35 Minuten drinnen und wenn das Risotto dann fertig ist, ist auch der Lachs perfekt fertig und Papa ist glücklich, Sohn ist glücklich. Nee, die Folie, die muss da drauf bleiben. Die Folie soll drauf bleiben, ja. Und die Folie. Das ist auch nicht warm genug, dass die schmilzt. Ach. Das ist ja nur so ein bisschen. Also ich glaube selbst, also ich weiß nicht, wie lange... Ganz eine normale Frischhaltefolie, oder? Genau. Und bei 90 Grad, glaube ich, würde noch nichts passieren. Ich weiß nicht, wann die wirklich dann schmilzen anfängt, aber... Der Teller zerspringt auch nicht. Bei 70 Grad? Nein, ich sage nur. Der Teller wurde bei 1200 Grad wahrscheinlich gebrannt oder was. Deshalb, du nimm die 70 Grad mal ganz sicher nicht. So, ein geiles Mise en place, oder? Also hier ist dann alles hergerichtet fürs Grand Finale. Habe ich jetzt Paprika. Was ist für dich, ist es einfach das Highlight, wenn dann alles zusammenkommt? Ja, vor allem, weil... Und wenn man sieht, wie schlonzig es dann ist. Weil am Ende ist das Timing bei einem Risotto schon echt sehr wichtig. Weil da ist jetzt nicht ewig Zeit, aber wenn das Reiskorn dann wirklich noch so diesen leichten Biss hat, ja. Roland ist Krebs. Sternzeichen. Ich esse Krebs total gern. Du sagst, Roland isst Krebs. Na, du bist Krebs als Sternzeichen. Ja. Nicht ganz einfach, glaube ich, oder? Hm. Was sagst du, Schatzi? Hm. Was bist du? Fisch, gell? Beide aus dem Wasser. Du isst den jetzt. Jetzt isse ich den Fisch und am Abend vernasche ich den Fisch. Ja, deswegen kochst du heute Risotto. Genau. Weich kochen. Sonntag. Sonntag vorm Tatort. Sonntag nach Kitchen Impossible, Sonntag nach Kitchen Impossible wird die Frau noch kurz von Haus.
Das ist ja noch Kinder. Genau, heute Abend Kitchen Impossible, das Finale. Ich glaube, richtig geil natürlich wieder. Die zwei Teams, die zwei mit der größten Klappe, kochen gegeneinander und sie kochen in dem Fall wirklich richtig gegeneinander, weil sie eins gegen eins, selbe Küche, selbe Gerichte, selbe Jury. Ich weiß gar nicht, wie viel ich erzählen darf, ja. Weiß ich auch nicht. Man wird sehen. Es wird interessant. Wie hoch ist denn jetzt da der Herd eingestellt? Nur mal so als Anhaltspunkt. Dreieinhalb von neun. Das bringt jetzt also sicher brutal viel. Also ja, ein Drittel Hitze. Genau, man kann sagen, ein Drittel Hitze. Ja, aber man kann ja da reinschauen. Wo? Da. Man sieht ja, wie es pluppert. Ich glaube, das hat viel mehr, das ist viel wichtiger, diese Aussage, als das, was hier draufsteht. Weil was weiß ich, was dreieinhalb bei der Person zu Hause passiert. Ja, aber man kann ja es soll einfach, nein, es soll einfach so dahin pluppern. Das ist das einzig Wahre. Was ist das grüne Petersilie? Oder? Nee, das ist immer noch Rucola. Rucola, Entschuldigung. Habe ich nicht aufgepasst. Ich lese genau. Hier immer so viel mit. Und schau nicht, was du machst. Das ist wie immer. Aber das sind ja alles Dinge, die ich schon gesagt habe, oder? Ja, ich hab's nicht. So, jetzt wird es aber Zeit. Jetzt wirst du nervös, gell? Scheiße, ja, okay. Paprika? Jetzt ist er wieder in der Scheiße. Paprika hinzufügen. Die unfassbar schön geschnittene Rucola Paprika hinzufügen. Butter hinzufügen. Parmigiano, Reggiano hinzufügen. Zitronensaft. Liebe, man muss auch Liebe hinzufügen, gell? Liebe ist schon seit 20 Jahren dazugefügt zum Kochen. Deshalb muss man das nicht mehr erwähnen. Nochmal ein bisschen Olivenöl. Nochmal ein bisschen Salz, weil ich weiß, dass das am Ende fehlen wird. Nochmal ein bisschen Schärfe. Meine Lieblingsschärfe, immer wieder, Piment d'Espelette. Und jetzt kann man kurz schon mal. Jetzt müssen wir schon wieder die Küche putzen. Nein, jetzt kann man kurz warten, das soll jetzt ruhen. Was jetzt ganz wichtig ist, Weg vom Feuer oder Weg von der Platte, das Ding darf jetzt nicht mehr kochen. Wenn es jetzt kocht, ja, dann kriegt es hier die Bindung nicht mehr rein, ja. Weil die Butter dann zu viel Hitze bekommt und es bindet nicht mehr. Wichtig beim Risotto ist, dass du um das Reiskorn rum soll sich die Flüssigkeit, Moment, das muss ich jetzt anders sagen, die Flüssigkeit soll das Reiskorn umhüllen und es soll sich nicht trennen. Und es würde sich trennen, wenn das jetzt zu heiß ist. Es ist sowieso heiß, aber jetzt einfach mal kurz ruhen lassen. Und dann wird das Ganze richtig zusammengerührt. Und ich kann in der Zwischenzeit schon wieder ein bisschen die Küche aufräumen. Das, was ich weiß jetzt gar nicht mittlerweile, ob ich besser bin in Küche aufräumen oder im Kochen. Aber wir haben gesagt, so sauber war es bei uns zu Hause noch nie, seit ich wirklich jeden Tag daheim bin. Schatzi, sagst du nichts dazu? Mhm. Ja, wenn du nicht daheim bist, was ja relativ oft vorkommt, ist die Küche auch sauber. So, jetzt hat es der Lachs auch perfekt. Oh, was für ein Timing, echt. Das ist ja quasi unser Frühstück heute dann. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ja, ist auch klar, wenn man erst seit der Stunde wach ist. Es muss Risotto-Reis sein. Für Risotto geht das nicht anders, oder? Es muss Risotto-Reis sein und es muss im Idealfall ein Cannaroli-Reis sein, weil Cannaroli-Reis der ist, der am meisten Stärke hat als Reiskorn und die Stärke ist einfach das Wichtigste. Man kann natürlich alles machen. Ich meine, man kann einen Risotto machen mit einem Basmati-Reis, ist dann halt wirklich scheiße.
Ist halt dann kein Risotto mehr. Nee, es ist dann kein Risotto. Sein. Es ist dann halt ein Basmati-Reis auf gewollt. Oh, das ist geil. Ich soll mal kochen, oh Gottes Willen. Ich bin ja total fein in meiner Komfortzone hier hinter der Kamera. Ey. Aber wenn ich mal koche, habe ich, weißt du, was ich machen würde? Nee. Weil das machst du sowieso nicht. Gyozas. Gyozas würdest du machen? Ja, weil wenn, dann begebe ich mich richtig in die Scheiße. So, jetzt geht's los. Echt schwierig. Jetzt wird, na warte, das ist jetzt die Vereinigung quasi. Jetzt kann man richtig reinfahren. Jetzt ist der echt ein bisschen zu trocken. Was trinkt man für einen Wein heute dazu? Ich trinke gar keinen Wein heute dazu. Du gehst gleich auf den Gin Tonic. Ich gehe auf Kürbissaft. Kürbissaft, oh Gott. Nein, ich kann nicht. Also ich kann nicht unter Rolands Anleitung kochen. Das geht leider gar nicht. Meine Frau ist selbstständig, seit sie 16 ist. Also glaubt mir eines, das Anleitung geht nicht. Sieht man jetzt? Sieht man den Glanz? Sieht man die Bindung? Das ist schon schön, gell? Ja, es ist sehr schön. Mhm. Die Säure würde jetzt meiner Frau auch passen. Dann passen. Darf ich es mal probieren? Mhm. Warte. Hm. Wieso nimmst du nicht einen normalen Löffel, wenn wir zum Probieren? Darf ich? Nein, das fällt alles runter. Das sind ja zwei Dinge. Oder? Du musst. Na, ich will, wenn ich dir jetzt einen Löffel da. Reinsteig will ich ja, dass die Leute sehen. Wenn du mir den Löffel reinsteckst. Jetzt nimm halt alles. Das ist kein Probieren, was du machst. Scheiße, geil. Und glaubst mir eines, meine Frau, im Leben wird sie es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Du gibst mir ja auch, weißt du, das ist ja auch, weil du gibst mir sicherheitsüberhalber immer nur das Risotto zum Probieren. So. Weil du genau weißt, dass es einfach immer richtig ist. Schaut mal, wie schön es fällt. Oh, danke, Coffee Brush Art. Das ist so lieb. Und man sieht, das ist jetzt eben wichtig, dass nicht die Flüssigkeit dann hier aus der Seite austritt. Ja, das finde ich auch immer so ekelhaft, gell, wenn das dann da so rauswässert. Ja. Und wisst ihr, was das Ekelhafteste überhaupt ist? Ja. Wenn ein Risotto dann im Ring angerichtet wird und der Ring weggezogen wird und das Risotto stabil stehen bleibt. Das ist kein Risotto, liebe Kollegen. Das ist ein Wahnsinn. Wenn ich fast ein Messer brauche, um dass ich das Ding dann auseinanderhacken muss, ja, dann tue ich gleich ein Eishockey-Puck auf den Teller. Oh, ist halt schon schön. Die Teller sind einfach auch cool. Oh, schön. Du, ich weiß nicht, auch wenn wir davor heute ein bisschen geknickt waren und nicht so gut drauf, aber sobald dann hier gekocht ist, oder? Läuft's. Geht's uns wieder gut, oder? Ja, bei dir muss man immer nur Kamera anmachen, dann ist alles gut. Möchtest du ein Stück Lachs dazu heute? Mm, heute kommt zur Feier des Tages. Zum Sonntag. Ja. No. Max? Ich esse erst wieder irgendein Tier, wenn das Corona-Ding vorbei ist. Okay. Eventuell vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Ich mag gerade nicht. Jetzt, Meine schaut echt so schön. Lass uns nicht über Probleme reden, lasst uns über die schönen Dinge reden. Ich wünsche euch, dass ihr eine tolle Zeit zu Hause habt. Schaut sogar jemand aus Singapur zu, wie lustig. Dass ihr eine tolle Zeit zu Hause habt heute mit euren Liebsten. Und ich hoffe, dass ihr nicht alleine seid. Und wenn ihr alleine seid, ja, dann kocht euch was Schönes. Dann meldet euch doch bei First Dates an. Weil ich kann dienen mit gutem Essen, aber ich kann auch dienen im Idealfall mit dem perfekten Partner. Also First Dates. Morgen 18 Uhr wieder einschalten und sich melden als Single
Du bist schon so für alles zuständig, gell? Das ist ganz nett. Ja, die Liebe und das Essen, die schönsten Dinge des Lebens. Ich gebe dir noch ein bisschen Risotto. Nicht zu viel, weil sonst macht es auch wieder keinen Sinn, ja. Weil der Sinn des Ganzen ist ja, jeder weiß, warum ich dir Risotto koche, aber wenn danach der Bauch zu voll ist, ja, dann können wir das ja wieder nicht machen, was ich wollte. Können wir die nächste Zeit eh nicht. Einen schönen Sonntag und morgen machen wir irgendwas mit Kürbis. Versprochen. Ciao.